Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf Eiffel Let's Plays. Wir spielen Disney's Dreamlight Valley. Das ist so eine Art Animal Crossing im Disney-Universum. Ab nächstes Jahr wird es Free-to-Play sein. Jetzt müsste man sich eine Edition kaufen, um das zu spielen. Aber es ist auch im Game Pass drin, wenn ihr den habt. Xbox oder PC Game Pass in beidem. Also ich würde sagen, wir machen uns unseren Avatar. Normalerweise würde ich jetzt irgendeinen Kerl nehmen, aber ich habe gesehen, dass die besten Kostüme bei Frauen zu finden sind. Natürlich ist halt auch mehr so ein... Deswegen werde ich mal einen weiblichen Charakter nehmen. Ich meine, das ist ja nur ein Spiel. Gut, dann werden wir mal gucken. Passen wir schnell unseren Charakter an. Keine Ahnung. Dann werde ich mir mal das Richtung von jemandem machen. Schwarzer Lidschatten. Ja, 100%. Überall von mir aus. Wisch von die Augen. Zurück zu den Augenbrauen. Ja, die sind besser. Ja, die sind buschiger. Ja, wie gesagt, das ist eigentlich Free-to-Play. Ab nächstes Jahr. Mal gucken. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das Let's Play mache. Ob das jetzt jeden Tag eine Folge wird oder einmal die Woche. Oder dreimal die Woche. Werden wir mal sehen. Kann sich auch spontan ändern. Den aber nicht ganz so. Das ist vielleicht ein bisschen zu hell. Na ja, komm. Das kann so bleiben. Ich habe da jemanden im Sinn, den ich danach mache. Deswegen. Was ist denn das für eine Fach? Ja, passt schon. Ein bisschen Farbe im Gesicht. Dann die Friese, ja, eine Farbe. Ja, ich versuche so schnell wie möglich hier durchzukommen. Wir wollen ja das Spiel sehen, weil manchmal verliere ich mich auch in der Charaktererstellung. Doch hier unten. Okay. Klar, und dazu noch ein Bart, ja? Nee. What? Was ist denn mit dem Lippenstift passiert? Da so passt.
ist auch... Ja, ich denke. Das sollte dann soweit passen. Für Eiffel Let's Plays. Okay. Noch Singleplayer. Aber später mal vielleicht mit Multiplayer-Modus. Unsere Geschichte beginnt mit einem Ende. Denn du beschließt, dass es an der Zeit ist, die Stadt hinter dir zu lassen. Auf der Suche nach einer Auszeit von den Pflichten des Lebens gelangst du an einen vertrauten Ort. Ein Spaziergang auf einem nahegelegenen Weg führt dich zu einem Ort, an dem du als Kind das Gefühl hattest, dass das Leben einfacher ist. Und mit ein bisschen Fantasie werden alle deine Träume wahr. Nachdem du den perfekten Platz zum Ausruhen gefunden hast, erinnerst du dich an diese längst vergessenen Träume und schläfst ein. Ich glaube ja, in der Story geht's... Na, ist ja gleich später. Disney's Dreamlight Valley. Du kommst ein bisschen spät, weißt du? Was ist das? Ist meine Brille verzaubert oder bist du doch echt? Ja, meine Sachen werde ich jetzt nicht so gut betonen, die Charaktere, aber hey, ich gebe mir Mühe. Natürlich bin ich echt. Hier kann man nie sicher sein. Ich fürchte, du musst mich entschuldigen. Ich habe seit Ewigkeiten niemanden mehr getroffen. Willkommen in Dreamlight Valley, meine Liebe. Dreamlight Valley? Dieser Ort ist... irgendwie gruselig. Furchtbar geheimnisvoll. Irgendwie gruselig. Dieser Ort ist doch nicht gefährlich, oder? Nun, das stimmt, dass das Tal im Vergleich zu früher ein trauriger Anblick ist. Aber du hast nichts zu befürchten. Es gab einmal eine Zeit, da konnte man kein anderes Reich finden, das so viel Magie und Wunder enthielt. Oh, aber ich habe mich noch nicht vorgestellt. Du fragst dich sicher, wer ich bin. Ich kenne dich, du bist Merlin. Es ist so seltsam, ich habe fast das Gefühl, dass ich dich kenne. Du bist ein großer und mächtiger Zauberer, richtig? Ja, oder nicht irgendein Zauberer, aber nicht irgendein Zauberer. Ich bin ein Wahrsager, ein Prognostiker. Ich habe die Macht, in die Zukunft zu sehen. Ich bin auch ziemlich geschickt in Alchemie und Zauberei. Da dies nun geklärt ist, stellt sich noch die Frage, wer du bist. Ich? Ich bin Lulu, Eiffel Let's Plays. Lulu, Eiffel Let's Plays? Nun, der einzige Weg ins Dreamlight Valley führt über Träume. Du musst also auch über große Magie verfügen. Wie könntest du sonst hier sein? Magie? Ich? Ha, niemals. Wenn es um Magie geht, kann ich einen Abracadabra nicht von einem Simsalabim unterscheiden. Oh, ich denke, du wirst feststellen, dass die Magie uns oft auswählt. Selten wählt sie unklug. Bin mir sogar ziemlich sicher, dass du diejenige bist, auf die wir gewartet haben. Du wirst Dreamlight Valley retten. Retten, genau. Vor was retten? Das ist in der Tat eine kluge Frage. Schließlich kann ein Problem erst dann gelöst werden, wenn man es verschwunden hat.
wenn wir das Tal wieder zu dem machen sollen, was es war. Ein Ort der Magie, der Wunder und der Freundschaft. Wir müssen das Vergessen ein für alle Mal beenden. Wir müssen. Es tut mir leid, ich kann mich nicht erinnern, worüber wir gesprochen haben. Das Vergessen? Oh ja, das Vergessen. Das habe ich vergessen. Du musst mir verzeihen, aber jetzt hast du erlebt, woher der Name kommt. Also gut, hör genug zu und ich erzähle dir die Geschichte, bevor ich sie wieder vergesse. Das Dreamlight Valley war einst ein Ort voller glücklicher Dorfbewohner. Das Leben war schön, dank der Magie unseres Herrschers. Bis unser Herrscher eines Tages spurlos verschwand und das Vergessen begann. Unsere Erinnerung begann zu verblassen und Dreamlight bla bla bla. Wir haben unser Bestes getan und die Erinnerung... So schön lese ich gar nicht. Da ich in die Zukunft sehen kann, wusste ich, dass eines Tages jemand kommen würde, um das Tal wieder herzustellen. Erzähl mir mehr über das Vergessen. Ja, natürlich, mal sehen. Und als unsere Herrscherin ging, wurde der Himmel dunkel. Dann überfielen diese schrecklichen Nachtdornen das Dorf und verbreiteten sich überall wie ein böser Gedanke. Je mehr Nachtdornen auftauchten, desto mehr trübten sich unsere Erinnerungen. Manchmal kann ich mich nicht an die Gesichter all der Freunde erinnern, die ich verloren habe. Oder an die Namen all der Zaubersprüche, die in Vergessenheit geraten sind. Vielleicht, wenn wir die Nachtdornen loswerden, werden deine Erinnerungen zurückkommen. Werden deine Freunde zurückkommen. Die Nachtdornen loswerden. Das ist ein interessanter Gedanke. Erzähl mir mehr über die vermisste Herrscherin. Nun ja, all die Wunder, die Magie und die Freundschaft in diesem Tal stammen von unserer Herrscherin. Sie wachte über das Dorf und beschützte uns vor dunkler Magie. Aber eines Tages fing sie an, sich anders zu verhalten. Auch wenn ich mich jetzt kaum noch daran erinnern kann. Dann ist unsere Herrscherin einfach verschwunden. Das ist schon Jahre her, glaube ich. Ich habe jegliches Zeitgefühl verloren, wegen des Vergessens. Eure Herrscherin ist einfach abgehauen? Sie nicht nach einer guten Herrscherin? Es muss einen Grund dafür geben. Vielleicht hat es vergessen, die Herrscherin dazu gebracht zu gehen. Das erscheint logisch, ja. Das Vergessen muss auf irgendeine Weise mit unserer Herrscherin verbunden sein. Wenn ich mich nur erinnern könnte, wie. Also ich habe ein Guess, aber... Ich bin bereit, das Tal wieder herzustellen. Es gibt nur einen Weg, um absolut sicher zu sein, dass du diejenige bist, die Dreamlight Valley vor dem Vergessen retten soll. Ein kleiner Test deiner Magie. Weißt du, seit dem Vergessen bin ich ratlos wegen diesem Haus, das von den Nachtdornen blockiert wird. Komm mit, wir untersuchen es gemeinsam. Und jetzt lauf! Ja, das machen wir auch gleich. Ich will nur was gucken. Ja, das ist der Sternenpfad, das ist sowas wie der Battle Pass. Und der ist noch aktiv? Ja, der ist noch aktiv. Alles klar. Ja, von meinem älteren Account ist er halt noch aktiv. Also, das heißt, von meinem alten Spielstand meine ich. Oh je, das heißt, habe ich etwa... Ich habe nicht alle Gegenstände, nicht? Nee, habe ich nicht. Alles klar, gut. Aber habe ich vielleicht noch? Sorry. Habe ich noch gar nicht freigeschaltet. Okay. Ja, meine Vermutung ist, dass das mal ein Spielplatz war, an dem wir gewohnt haben als Charakter. All die Sachen hier mit den Disney-Figuren gespielt haben und dann älter geworden sind, abgehauen sind. Als nachdem wir keinen Bock mehr auf Stadt hatten, sind wir halt zurückgekehrt. So. Ah, das ist noch mein Haus, ja. Okay. Du bist hier. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Ich habe in meinen Aufzeichnungen nachgesehen und herausgefunden, dass die Nachtdornen kurz nach dem Verschwinden unserer Herrscher begannen, das Dreamlight Valley zu befallen. Niemand, nicht einmal ich, kann diese blöden Dinge entfernen. Nur jemand, der sich die Magie von Dreamlight zunutze machen kann, wird dazu in der Lage sein. Ich weiß genau, dass du dieser jemand bist, Lulu, I've Let's Plays. Ja, natürlich, warum sollte ich sonst hier sein? Aber ich bin niemand Besonderes. Wie entferne ich sie?
Das mag sein, aber ich habe schon gewöhnliche Leute gesehen, die außergewöhnliche Dinge verbracht haben. Konzentriere deine Gedanken auf die Nachtdun. Das klingt einfach. Ja, lass uns das machen. Igitt, alles ist dreckig. Ich spüre die Magie bereits in dir. Konzentriere dich darauf und sage das Zauberwort. Abracadabra, Higitus, Bigitus, Bibidi-Bim, Bibidi-Babidi-Busch. Sagen wir mal das, beim letzten Mal hatte ich Abracadabra gehabt. Ich nehme das mal als Kompliment. Ach ja, das war von ihm. Aha, du hast es geschafft. Bravo, bravo. Das beweist, dass du die Macht der Dreamlight Magie zunutze machen kannst, du Eifel Let's Plays. Und denn, wir haben keine Zeit zu verlieren. Lass uns hineingehen und sehen, was aus diesem Haus geworden ist. Ja, ich habe den Stimm schon wieder verloren. Und jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Viel zu tun. Ja, wir werden noch alles schön gestalten, aber erstmal müssen wir ein bisschen Geld verdienen gleich. Da bist du ja. Oh je, die Nachtdornen haben sich auch einen Weg ins Haus gebahnt. Das ist seltsam. Plötzlich weiß ich nicht mehr, warum wir hierher gekommen sind. Alles okay? Das muss an den Nachtdornen liegen. Ganz genau, in der Nähe so viele von ihnen zu sein, vernebelt den Verstand. Du musst sie entfernen, bevor sie noch mehr Erinnerungen verschlingen. Konzentriere deine Magie noch einmal, Lulu-Eiffel-Let's-Plays. Oder ihr. Und jetzt lauf! Okay, entfernen wir den ganzen Schmutz. Magie. Ja, und das sind halt so Erinnerungsstücke. Sehr schön. Wir haben auch jetzt hier schon eine Quest gemacht. Ja, repariere Häuser. Ja, unsere ersten 50. Ja, eigentlich haben wir, ja, die haben wir durch die Xbox Game Pass, da ist ja die leichteste Edition dabei. Ja, es gibt aktuell 17 Charaktere, aber am Schluss sind so viele weitere Möglichkeiten, das werdet ihr noch sehen. Also Wally haben wir neben Merlin, wir haben Maui, Vaiana, wir haben Remy aus Ratatouille, aber steht auch immer dabei. Wir haben Ariel, wir haben Prinz Erik, wir haben Ursula. Wir haben Anna, Elsa, Christoph, Mutter Gothel, warum auch immer die von Rapunzel neu verfilmt dabei ist, anstatt Rapunzel. Und dann haben wir Dagobert, Donald Duck, Goofy, Mickey Mouse und Minnie Mouse. Und die anderen werden dann nach und nach auch dazukommen mit der Zeit, mit den Patches. Nehme ich mal ganz stark an. Alter Mann, setz dich nicht in meinen Sessel. Jetzt komm schon, uns erwartet viel Arbeit. Meine Güte, die leuchtende Kugel, die du aus dem Nachtturm gezogen hast, ist deine Erinnerung. Es ist, als hätte sich der Nebel gelichtet und ich kann mich an etwas sehr Wichtiges erinnern. Mickey Mouse und ich waren im Traumschloss und wir haben dort etwas vergessen, etwas Wichtiges. Lass es uns herausfinden. Ich will das Traumschloss sehen. Lass es uns herausfinden. Das ist die richtige Einstellung. Natürlich kann ich mich nicht erinnern, was es war, aber... Moment, das ist doch etwas, woran ich mich erinnere. Aber ich... Als uns unsere Herrscherin verließ, wurden die herrschaftlichen Geräte überall im Tal verstreut. Wir müssen sie finden, schnell. Sie sind mit uralter und mächtiger Magie gefüllt. Die herrschaftlichen Geräte? Wenn ich die finden könnte, dann könnte ich vielleicht dem Tal helfen. Du hast ein reines Herz, Lulu. Nur wenn wir uns gegenseitig helfen, kommen wir aus diesem verfluchten Schlamassel heraus. Zunächst müssen wir die Spitzhacke bekommen. Als das Vergessen kam und unsere Herrscherin ging, fanden wir diese Spitzhacke in einem verdorbenen Stein auf dem Hauptplatz. Wenn ich mich recht überlege, war das ungefähr zu der Zeit, als sich der Himmel verdunkelte und die Nachtdornen dem Hauptplatz überrannten. Aber ich fürchte, das ist alles ein bisschen verworren. Niemand hat es bisher geschafft, die Spitzhacke aus dem Stein zu ziehen. Versuche du es, Lulu. Ja, ich kenne jemanden, der was aus dem Stein gezogen hat. Kennst du auch.
Es wäre schließlich nicht das erste Mal, dass jemand etwas aus einem Stein zieht und zum Helden einer Legende wird. Haha, ja, meine ich. Die Spitzhacke aus dem Stein auf dem Hauptplatz ziehen. Verstanden. Sonst noch etwas? Du musst auch die anderen drei herrschaftlichen Geräte finden. Die Schaufel, die Geißkanne und die Angelrute. Du wirst sie noch brauchen. Das heißt, wenn du hier bei uns bleibst. Natürlich, fürs Erste. Ich möchte nur alle kennenlernen. Natürlich. Richtig, dann soll dieses Haus dein Zuhause sein. Du brauchst einen sicheren Ort im Tal, an dem du essen, schlafen und deine Energie auftanken kannst. Es hat so viel Potenzial, es ist ziemlich verwahrlost. Es ist so klein, es ist ziemlich verwahrlost. Ziemlich verwahrlost. Ja, aber das fand ich immer so. Ich glaube, mich sogar zu erinnern, dass die Herrscherin des Streamlight Valley einmal ein solches Haus hatte. Vielleicht tust du so viel Gutes für das Tal, wie unsere Herrscherin es getan hat. Hier ist eine Kleinigkeit für den Anfang. Wenn du meinen Energieschub brauchst, findest du hier etwas, das dich wieder mit Energie versorgt. Katsching. Nun denn, ich werde beim Traumschloss sein. Du kannst mich dort finden, wenn du bereit bist. Bravo! Ja, okay. Ja, jetzt kannst du losgehen. Ein Stuhl, ein bisschen zu naschen. Ja, ja. Haben wir denn schon was freigeschaltet? Ja, ein bisschen was haben wir. Wir haben kein T-Shirt, ne? Gut. Gut, gut, gut. Aber wir haben ein paar Möbel. Ich müsste das Haus schon umgestalten. Ja, weg mit dem Schmutz. Das sieht ja scheiße aus hier. Sorry. Gut, dann gucken wir mal, was wir hier haben. Eine einfache weiße Tapete. Ja, fangen wir mal so an. Machen wir einen normalen Holzboden rein. Oder ein Mickey Mouse. Ja, komm. Wir sind ja schon mal hier, ne? Deckenlicht von Mickey Mouse. Das ist der Eingang. Das könnte die Mitte sein. Ist ein bisschen klein, wa? Bleiben wir so. Bisschen Radio. Machen wir das so oder machen wir den hier hin? Na komm, machen wir da hin. Alberner Vorleger. Könnten wir eigentlich hier hinpacken. Ja, das gehört zum Spiel dazu, deswegen mache ich das gerade. Ist halt nicht wirklich spielrelevant, aber es ist doch ein Teil des Spiels. Hier kommt so die Küche hin, würde ich sagen. Warum kann ich denn da nicht hinpacken? Ist da was? Ja, wahrscheinlich. Oh. Na, komm, dann tun wir. Brauchen wir eigentlich nicht. Kamin kann man erstmal haben. Okay. Cool, jetzt kann drin bleiben. Das brauchen wir gerade nicht. Ein roter Rucksack, den können wir eigentlich anziehen. Was haben wir denn noch? Es wird mal Free-to-Play, aber bis jetzt habe ich, ehrlich gesagt, nicht herausgefunden, warum man hier für Geld ausgeben sollte. Klar, jetzt hier der Battle Pass, wie ihr sehen könnt. Aber sonst, ich meine, später kommen bestimmt noch andere Sachen, die man so kaufen kann dazu.
Was haben wir denn hier für Aufgaben? Verkaufe Gerichte, ja, kriegen wir alles hin. Mal gucken, ob wir das auch alles im Let's Play hinbekommen. Ich habe noch ein separates Spiel sozusagen. Ach, theoretisch kann man hier schon mal alles entfernen, aber erstmal die Sachen sammeln, die wir brauchen. Die erste Folge wird auch eine halbe Stunde oder so gehen, danach werden es eher 15 bis 20 Minuten sein. Der war doch irgendwo hier in dem Brunnen war, was ich erinnere mich. Oder täusche ich mich da gerade massiv? Scheine mich zu vertun. Da ist auf jeden Fall schon die Schaufel. Den ersten Samen. Ja, davon brauchen wir sehr viele, die werden wir auch kaufen. Eine Schaufel freigeschaltet. Ja, ich will. Die Schaufel, ja. Okay, das weiß ich alles. Ich weiß, dass ich hier gleich was sowieso schaffen muss. Oder was heißt gleich für euch irgendwann später? Oder es kommt halt erst dazu, sobald wir die Quest haben. Hier diese Energie, die ihr oben links seht, jetzt könnte man denken, Free-to-Play-Track. Man braucht Energie, um Sachen zu machen. Ja, das ist richtig, aber die kannst du innerhalb von Sekunden am Haus aufladen. Und du kannst halt jederzeit was essen. Deswegen finde ich das absolut in Ordnung. Hier war auch irgendwo noch ein anderes Teil. Hier ist eine Kiste. Und das Holz brauchen wir. Ja, Klamotten, die nehme ich gerne mit. Und wir haben neue Schuhe. Gelb brauche ich nicht. Stehe mir auf schwarz. Okay. So, die Spitzhacke, die heilige. Die magische. Die phänomenale. Und das Pferdelicht. Magic. Ja, alles klar. Weiß ich Bescheid. Hier haben wir auch die ersten vier Charaktere. Das sind halt Merlin, Dagobert, Mickey und Goofy. Und die anderen kommen dann halt auch noch dazu. Wir werden mal mit jedem jetzt reden.